Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 7. Episode vom Let's Play Hogwarts Legacy. Beim letzten Mal haben wir uns im Duellierclub die gekreuzten Stäbe mit unseren Mitschülern duelliert, um so Professor Fig die Aufgabe von ihm erfüllen zu können und von Professor Hackett den zweiten Zauberspruch beigebracht zu bekommen. Und heute werden wir zusammen mit Professor Fig in die Verbotenabteilung gehen, um herauszufinden, was die Karte uns dort mitteilen möchte, was es dort gibt. Und genau da starten wir nun in die nächste Episode rein. Und da sind wir. Wir sollen als nächstes zu Professor Fig zurückkehren und haben beim letzten Mal Incendio gelernt. Und gehen nun einmal zurück zu Professor Fig, um mit ihm weiter die Story voranzutreiben. Lumos. Protego. Okay, Lumos Protego. Arceo und Levioso haben wir dort als Zaubersprüche. Können wir das denn nochmal bearbeiten? Nee, da nicht. Ah, hier. Wir könnten natürlich auch noch wieder Reparo mit da reinbringen. Aber ich denke mal, unser Basiszauber, Revelio, wo war Revelio denn nochmal? Okay, Revelio können wir so wirken. Dann haben wir Protego, den wir immer wirken können. Und Stupor, wenn wir... Revelio. Ah, da war Revelio. Okay, aber zurück zu Professor Fig. Mal schauen, was wir dann rausbekommen dieses Mal. Und dort ist er. Ah, da sind Sie ja. Ja, wir waren schon länger wieder hier als Sie. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fig! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Der arme Professor. Jetzt sollen wir mit Sebastian sprechen. Okay, wo befindet sich denn Sebastian? Er befindet sich auch hier. Ah, ja, da auf der Karte sieht man auch, dass der Marker hier irgendwo... Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Wollen wir mal schauen, ob Sebastian eine Idee hat. Revelio. Da ist wieder eine neue Katze. So. Hier. Dort haben wir ihn. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen.
Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen? Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Bis später dann. Triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Okay. Und dort ist er. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay, Desillusionierung, dann wollen wir mal. Okay, neuen Zauberspruch freigeschaltet. Nutze Desillusionierung, um in verbotene Bereichen nicht entdeckt zu werden. Okay. Dann wollen wir den mal ausrüsten. Anstatt... AQ könnte vielleicht ganz nützlich sein. Packen wir ihn erstmal dorthin. Für... Inferior. Ich werde leiser sein als ein Job. Nahe Gegner spüren mich es und untersuchen. Verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefunden wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Okay. So, an der ersten sind wir schon mal vorbei. Und auch an den nächsten beiden. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alohomora? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein.
Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Hoppala. Das war knapp. Der Schlüssel. Hier ist er. Aber ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Okay. Meine Güte, was ein Chaos! Hoppala. Da ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay, finde das Buch. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus verleiht dir präzises Anvisieren und enthüllt zusätzliche Ziele für deinen Zauber. Okay. Das ist gut Geist, zu wissen. Sei vorsichtig. Hm? Wo ist der Geist? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, da. Okay. Damit haben wir sie schon mal weggelockt und den anderen auch. Okay. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Aber es macht Spaß, also, herumzuschleichen. Wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Okay, aber wir haben immer noch nicht das gefunden, wonach wir gesucht haben. Das sieht doch sehr interessant aus hier unten. Revelio. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Reparo. Also müssen wir jetzt einmal Reparo ausrüsten. Machen wir es mal so. Reparo. Revelio. Hier haben wir noch eine Truhe. Okay, noch tiefer in die verbotene Abteilung. Und
Natürlich. Oh, Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Okay. Was haben wir denn hier? Ein geheimer Raum innerhalb der verbotenen Abteilung. Revelio. Keiner weiß was davon. Wo führt sie wohl hin? Das Athenäum. Dann wollen wir es mal betreten. Mal schauen, wo es uns hinbringt und was wir da herausfinden. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Okay. Revelio. Ah, da ist ich muss die Rune dort drüben erwecken. Okay, also auch wieder mit dem Basiszauber. Okay. Ich wollte gerade sagen, da hat sich doch was bewegt. Ja, mit alter Magie können wir die. Das war ja klar. Das sind Wachen. Sehr schnell, hoppala. Komm schon. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe L1 und R1 an, wenn du die Aufforderung über dem Kopf eines Gegners siehst. Okay, dann wollen wir die alte Magie mal aufsammeln. Dann jetzt weitergehen. Hoppala. Okay, wir sollten mal kurz wieder unsere Zauber ja ein wenig anpassen. Und zwar werden wir die beiden jetzt wahrscheinlich öfter brauchen als die anderen. Und wahrscheinlich noch gegen den einen oder anderen Wächter kämpfen müssen. Dann macht es ja doch Sinn, dass wir unsere Angriffszauber auf jeden Fall beherrschen. Hoppala. Okay. Wie bekommen wir das denn jetzt hin? Das ist wahrscheinlich eine Kiste. Nur wie kommen wir da hin? Wie wir gerade gemerkt haben.
Okay. Müssen wir da drüber rennen? Ah. Hm. Wie können wir denn schneller darüber kommen? Okay. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Na komm. So. Erste Mal. Zweite Mal. Ah, es klappt nicht. Hä? Hm. Okay. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. So, es ist offen. Ich dann jetzt noch einmal wirke. Ah, ja, stimmt. Springen kann ich an und falls auch noch. Ach ja, wenn man vergisst, dass man springen kann. Okay, mal gucken. Und Gas. Okay. Vielleicht einfach mal springen. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Okay, ich sehe diesmal keine. Kein Wächter da. Erst einmal gucken. Okay. Es kommt hier hin. Dann müssen wir es wahrscheinlich noch mehr. Und dann geht es hinten weiter. Okay. Dann kommen wir wieder hier hin. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. So. Okay, hier sind dann doch wieder einige Statuen. Wahrscheinlich alle kämpfen wollen. Locken sind wir noch nicht die Besten. Ach hier.
Rebellion. Incendium. Ah. Unser letzter Heiltrank. Unser letzter Heiltrank. Okay. Das waren einige. Es ist also doch ein Buch. Okay. Haben also hier das Buch gefunden. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Okay. Was werden wir in dem Denkarium nur finden? Zwei davon kennen wir schon. Aus Gringotts. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Hm. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Hm. Okay.
Wir zählen also auch zu diesen Auserwählten. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Er hat uns also gedeckt. Hoppala. Und wir haben unseren Desillusionierungszauber nicht mehr da. Okay. Dann wollen wir mal eben wieder hier rausgehen. So. Und damit haben wir heute die verbotene Abteilung erkundet und eine interessante Neuigkeit erfahren, dass nur Auserwählte die alte Magie sehen können und diese auch nur benutzen dürfen, wenn man alles bereits Gelernte in Hogwarts kennt. Mal schauen, was Professor Fig zu all diesem sagen wird und wie er damit umgehen wird. Das werden wir dann in der nächsten Episode zusammen herausfinden. Ich hoffe, euch hat diese Episode auch gefallen und ihr lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich verabschiede mich dann und wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.